die Monster sind da. Schönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Tag. Was für ein Tag haben wir heute? 23. Und wir sind gerade auf dem Weg vom unterirdischen Suche, von der unterirdischen Suche nach Erde. Wir haben leider keine Erde gefunden, aber dafür Diamanten. Das ist ja auch nicht schlecht. Respektive, das ist sogar sehr schön. Dann können wir uns nämlich direkt, glaube ich, sogar eine diamantene Spitzhacke machen, oder? Oder ist das zu schade? Haben wir überhaupt so eine Quest, dass wir da... Regnet es immer noch draußen? Das ist ja wohl verdammte Hacke hier. Kann ja wohl nicht sein. Was seid ihr da hinten? Ah, die leuchten nachts, die Tintenfische, ist ein Ding. Oder sind das schwimmende Laternen da? Ne, Tintenfische. Echt, die leuchten. Du bist immer noch da. Du solltest mal irgendwie nach... möchtest du Kekse haben oder was? So, und jetzt kann man nämlich hier auch viel schöner rausgucken als vorher. Aber es ist natürlich trostlos. Das ist genauso, wie es heute hier draußen aussieht. Es ist zwar dunkel bei uns, aber es hat geregnet oder regnete. Ziemlich kräftig sogar. Ja, wenn das so ist, dann kann ich ja hier einfach weiter bauen. Ach, mal sehen, wo geht's denn, wenn ich jetzt Erde haben möchte. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Ach so, das geht ja natürlich nicht ohne Spitzhacke. Da war doch was. Da war doch was, was ich noch machen wollte. Spitzhacke. So, also Spitzhacke. Da haben wir eine Holzhacke. Die haben eine Holzspitzhacke. Na gut, die können wir erstmal aufbrauchen. Was haben wir hier? Die Holzhacke brauche ich da jetzt gar nicht. Ich gehe jetzt nicht raus. Nachher kommen die Fliegemonster und dann ist vorbei. Ja, ach, da haben wir doch hellgrünen Farbstoff schon. Wir könnten, genau, wir könnten mit Lapis, könnte man schön blau. Das ist überhaupt super. Wir machen mal Zement mit Lapis. Und wir machen das als, ja, was könnte man denn machen? Wir könnten diesen Grund, die Wände als aus Zement machen. Und zwar gucken wir erstmal, wo wir die Eisenerze haben. Hier haben wir die ganzen Erze drin. Auch nicht wahr? Wo sind denn meine Diamanten geblieben? Da. Kohle haben wir. So, das ist ja Holz, Leute. Das kommt in die andere Kiste. Und dann haben wir hier dann noch mehr Erz. Wir haben also schon... Wo sind sie denn jetzt? Ich dachte, jetzt wären sie weg. Nein, das sind wir 6. Diamanten aber schon. Da können wir natürlich noch nicht viel machen. Bruchstan. Wir brauchen Sand und Kies, ne? Sand und Kies. Und dann können wir direkt noch ein bisschen mehr Kies nehmen. Und dann machen wir sowas mit blauen Wänden, sag ich mal. Das ist Bruchstein, ein Siedbruchstein. Da werden wir noch ein bisschen mehr Kies holen und machen dann mit dem Sand, hier haben wir die Eisenaxt. Und dann machen wir mit dem Sand. Ach du Ärmster, bist du gestorben? Jetzt hat es auch aufgehört zu regnen. Oh, ich habe das Ding die ganze Zeit offen gehabt. So. Ist er gestrandet? Normalerweise stranden nur die Wale, aber hier machen es auch die. So, dann können wir nämlich das Ganze hier da unten, die Wände, die in Richtung See dann sind. Ja, so, mal gucken, jetzt gucke ich mal hier. Da ist unser Aus, wo ist unser Ausguck? Hier unten. Ne? Können wir die ganzen Wände, die hier rechts sind und hier hochgehen, unter Wasser, die können wir aus
blauem Zement irgendwie machen. Lapis haben wir ja genug, ich weiß ja nicht wofür, aber dafür können wir es natürlich gut gebrauchen. Wie machen wir Zement? Gucken wir nochmal, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also, Kies, wo haben wir den blauen Farbstoff? Hier. Ich glaube, wir können jetzt eh nur einen machen. Die Frage ist halt, ist das jetzt so rum oder so rum? So, das geht schon mal. Und wenn ich jetzt den Kies in die Ecken tue, geht es auch. Okay. Jetzt haben wir also Trockenbeton. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, da die Wände, das testen wir mal her. Da muss ich mir mal irgendwas hier hinsetzen. Zum Beispiel so ein bisschen Sand. Dem ich ja genug habe, dass man hier irgendwie schön stehen kann. Vielleicht noch über Wasser stehen. Dann kann ich hier nämlich abkloppen. Dann hier aus dem blauen Trockenbeton. Da guckst du, ne? So, dann weiß ich auch genau, wenn ich von innen dahin komme, bis dahin und nicht weiter. Also mache ich die Mauer hier außen, da unten drunter natürlich. Die mache ich aus Trockenbeton. Das heißt, bis dahin darf ich dann sozusagen bauen. Und weiter nicht. Das ist mir gleich so eine schöne Markierung dann. Das gefällt mir an der 1.13 am besten fast, dass wir die Dinger hier, dass die schwimmen oder wieder hochkommen. So, gucken wir erstmal, ob das jetzt hier vielleicht aus Versehen irgendwelche Dinger weggerissen hat. Nein, hat es nicht. Da ist unser, also bis dahin kann ich gehen, bis zu dem Trockenbeton. Prima, also bis hier können wir alles aushebeln, ja. Und dann holen wir uns doch noch ein bisschen Lapis von unten. Es wird ja eh gleich wieder Nacht. Wir haben jetzt hier unsere... Nee, wir holen uns nicht Lapis, wir holen uns Kies. So, Kies hatten wir nicht genug hier oben. Hört sich an wie eine Fledermaus. Also die spawnen schon mal hier. Fledermäuse. So, wir hatten uns ja Kies. Dahin hatten wir ja Kies. Da sind wir ja elegant drumherum. Aber den holen wir uns jetzt mal und machen dann damit unseren Trockenbeton. Mit Kies geht das doch eigentlich auch, oder? Doch. Geht eigentlich auch. Wir kriegen gleich Feuerstein. Brauche ich jetzt allerdings nicht. Na gut, wir könnten ein Feuerzeug machen. Dazu brauchen wir ein Feuerzeug. Ich habe keine Ahnung. Also manchmal geht es und manchmal nicht. Ach, da oben ist Eisen. Da schau an. Spart man sich natürlich, spart man sich natürlich die Schaufeln auf, aber dafür gehen die Fackeln kaputt, aber die gehen ja gar nicht kaputt, die kann ich ja wieder aufsammeln und da unten nochmal
So. Okay, wo war das? Da war das Eisen noch. Das kann ich aber nicht mit einer Holzspitzhacke abhacken. So, wir hatten irgendwo noch mehr Kies. Wir hatten noch mehr Kies. Ich glaube, da hinten war noch was. Hier könnte man mal ausleuchten. Irgendwer ist da hinter der Wand. Hatten wir hier nicht. Da war Kies. Ja, aber nur einer. Ich dachte, ich hatte mehr. Ach, da war uns dann nachher in die Lava geplumpst. Okay. Machen wir das mal so. Dann wundern sich die Leute, die später hier reingehen, warum denn da jetzt Sand ist. Der gehört doch da eigentlich gar nicht hin. Aber hier war noch mehr Kies, glaube ich. Wie viel Kies haben wir denn jetzt schon? 54. Okay, da kann man schon eine ganze Menge draus machen. Aber wenn wir schon mal hier unten sind, gibt es das nicht mehr, dass Erde unterirdisch ist? Oder Dreck? Guck, da haben wir noch ein bisschen Lapis. Ah, immer noch viele, viele schöne Sachen. Viele schöne Sachen. Kriegen wir mit der Holzspitzhacke Lapis ab. Ei. Nee, auch das nicht. Also. Auch da brauchen wir zumindest eine Steinspitzhacke. Aber wir haben erstmal unser Lapis. Unser Kies. Damit können wir erstmal ein bisschen Beton anmischen. Sagt man so beim Fußball, ja, glaube ich auch. Ist ein bisschen finster. So kommt es mir vor, subjektiv. Ich könnte es ja ausmessen. Vielleicht reicht es ja sogar. Aber lieber eine Fackel mehr. Durch diese Rennerei kriegt man natürlich Hunger. Ja, da brauchst du echt Zeit, bis du dich da unten rausgebaut hast. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwo im Zwischenteil dann doch noch unterirdisch auch ein bisschen Erde finde. Also wenn ich mich jetzt hier nach unten runterbuddle. Hier können wir noch ein bisschen ausleuchten. Da ist ja Erde, aber die ist ja schon oberirdisch. So. Ja, jetzt machen wir erstmal den Zement.
den Zement, da sollte man natürlich dann auch unser blaues Lapis dazu nehmen. So, nochmal Zement und Zement und Lapis und wir haben einen ganzen Stack. Wir haben zwei Stacks. Oh, so. Und dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen was uns holen. Und wir haben noch mal so viel Zement. Wahnsinn. So, damit können wir nämlich wunderbar die Wände machen. Die Wände tapezieren, hätte ich beinahe gesagt. Nicht wahr? Dann werde ich hier mal morgen am Tage, wir haben ja jetzt noch finsterste Nacht, ich wollte was essen, morgen am Tage werde ich dann mal hier, es regnet ja nicht mehr, da kann ich mich am Tage auch raustrauen. So, da ist unsere blaue und unsere schwarze Farbe. Dann werde ich mal morgen am Tage die ganze Insel sozusagen so weit umrunden, dass man die Wasserlinie genau hat. Und dann kann ich nämlich genau bis dahin abgraben. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wir haben ja inzwischen auch wieder genug Kohle zum Brennen. Oh Gott, jetzt haben mich verjagt. Natürlich kommen die jetzt. Ja, ganz ruhig bleiben. Norbert, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Es passiert dir nichts. Ich könnte dann Eisenerz brennen. Weil wir ja Kohle haben. So, also Eisenerz brennen, habe ich gesagt. Der Ofen ist da hinten. So, Eisenerz brennen. Da sind noch 8 Dinger drin, tatsächlich. Okay, wunderbar. Dann tun wir gleich mal, wenn das leer gelaufen ist, hier gleich mal die 4 Gold da rein. Mal sehen, ob wir dann, er müsste ja zumindest das 3 dann noch mitnehmen, wenn wir das zügig machen. Bleibt ruhig, ihr Monster. Ich, Opa ist am Bauen hier, am Brennen, wollte ich sagen. So, gleich mal, gleich hinterher. Mal sehen, ob er das jetzt schafft, dass er 3 brennt. Wahrscheinlich nicht ganz, weil wir zu spät die Eisenbahn rausgenommen haben. Und die anderen auch schon, also wahrscheinlich wird er nur 2 schaffen. Gibt es auch nicht so einen Mann mit dem Goldhelm, so ein James Bond, vielleicht sollte ich mir so einen Goldhelm basteln. Na, reicht's noch, reicht's noch, reicht's noch? Komm, 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 komm. Nein. Ah. Schade. Für die 2 opfere ich jetzt keine Kohle mehr. Ja, aber wir müssen bald mal wieder Holz holen, vielleicht. Machen wir erstmal hier unser Eisen. Immer wieder faszinierend, wie sie sich hier abmühen, aber ihr kommt hier nicht rein. Aber schön sehen sie schon aus. Ich meine, wenn es sowas gäbe auf der Welt, wären sie bestimmt schon ausgerottet alle. Nicht wahr? Der Mensch kriegt ja fertig und rottet alles aus hier. So, hier macht es die Sonne, die Nachtmonster ausrottet. Wunderbar. Mit diesem herrlichen Geräusch im Hintergrund melde ich mich dann mal ab für den heutige Folge, den heutigen Tag. Wir sehen uns dann morgen.